Ah, ich werde attackiert. Ja, da komme ich jetzt nicht weiter. Wow. Spring. Shortbound. Die Münzen gehören alle uns. Ui. Jetzt stört uns kein Muskeltrotz, der uns die ganze Zeit hinterher rennt und uns mehr als nur drei Männer überlegen sind. Oder er ist. Mach doch das kaputt, Willy. Das schwer, kommt hier mit Indiana Jones, der aus Kali kommt. Nein, der in Kali sich befindet. Kannst du uns mal bitte in Ruhe lassen? Soll ich den Typen mit Dynamit bewerfen? Will ich eigentlich nicht. Oh, das hilft sogar. Das mach ich gleich nochmal. Oh. Komm, gib mir Dynamit. Aber schon wieder. Ich will nicht in die Luft gesprengt werden. Okay, wirf es. So, jetzt nimmst du wieder deinen Stein. Ich nehme das Dynamit. Und ich werfe auf dich drauf. Ja, danke. Ja, natürlich ist er unsterblich. Vielen Dank. Ja, ist klar. Das fliegt natürlich zurück. Das hast du jetzt verdient. Du Muskelprotz. Weißt du, und solche Bösewichte lernen nie dazu. Nie. Oder denkst du dir, ob der überhaupt ein Gehirn hat oder ob er überhaupt denken kann? Aber mir egal. So kann ich ihn leichter besiegen. Oh, passend zur Katze. Du hast zu spät die Augen zugehalten. Ja, du bist mein Held. Wir vergöttern dich. Ich bin Indiana Jones. Wuhu. Yeah. Hast du den gesehen? Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Willy Zeremonie. Abenteurer zu 100%. Yes. Ich meine 1.295.720 Stats. Und die Hälfte der Artefakte. Na klar, wir setzen jetzt die Story fort. Weiter geht's. Sehen, wo wir jetzt hingehen. Ah! Wir flüchten aus den Minen. Von Moria oder was? Das sollte eigentlich doch kein Problem sein. Ah! Nein, nimm das nicht! Guck dir mal die Typen an! Tada, erstes Medikit. Hey! Hast du Indiana Jones getötet?
Keiner tötet Indiana Jones. Weißt du was? Ich mache jetzt, was ich möchte. Wieso müssen die uns die ganze Zeit angreifen? Sie haben verloren. Oh. Schon wieder der diesen coolen Move gemacht. Hier muss man echt schnell sein. Und noch mehr blaue Münzen. Piep, 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 piep. Ja, wir wissen es. Wir müssen Popcorn aus der Mikrowelle holen. Aber das wird noch nicht jetzt passieren. Denn wir müssen wichtigere Dinge tun. Nämlich Münzen einsammeln. Ich glaube, da müsste Indiana Jones sogar drauf, aber ich weiß es nicht. Ja, die Puzzles können nur vollendet werden, indem man den anderen Charakter kontrolliert und ihn dann für andere Sachen benutzt. Juhu! Und noch mehr. Nein! Wieso? Dann nehme ich eben Short Round. Der das tragen? Ich würde da umfallen, wenn ich in dieser Größe so ein Objekt trage. Wo komme ich denn hier hin? Aha, alles meine Münzen. Dann versuchen wir es nochmal. Los, Willy, los! Du schaffst das! Und jetzt, Hamatorix, bitte, du sollst nicht runterfallen! Oh, super! Kommt ihr mit drauf? Hier ist echt chillig! Dankeschön, dass ihr alle hier rumchillt. Aber ich habe Besseres zu tun. Ich muss Sachen kaputt machen. Und dann die Münzen einsammeln. Und Schienen zusammenbauen. Und ich glaube, Willy ist wendig genug da hoch. Wendig genug, um da hoch zu springen. Zweites Minikit. Und da springt es auch hoch. Dann nehmen wir was Dynamit und schmeißen es dann hoch. Das war echt knapp, Leo. Ole, 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 ole. Ole. Für alle Zeit, für alle Zeit. Ole, 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 ole. Warte, ich glaube, ich weiß, wie das geht. Genau so. Und das dritte Artefakt. Herzlichen Glückwunsch, Hamatorix. Danke, danke. Ich fühle mich geehrt. Ach so, wir müssen reparieren. Na, wer von euch ist hier Fußballfan? Gibt's da jemanden? Oder kennen mich nur Leute, die musikalisch begabt sind? Bin ich blöd oder übersehe ich hier die ganze Zeit irgendetwas?
jetzt mal ganz genau in allen Ecken. Ach, Indiana Jones hat den Schraubenschlüssel. Ja, toll. Da kann ich ja noch lange suchen. Mann, du verplemperst uns zu viel Zeit. Ich suche und suche. Und finde nichts. Ja, ja, Indiana Jones. Ich hab dich durchschaut. Wieso schleichen die beide an? Und mehr Münzen. Die gehören alle uns. Spring, Indiana Jones. Ach so. Jetzt brauchen wir mehr Gewicht. Weil da natürlich ein Waggon auf den Gleisen war. Oder ist. Naja. Und natürlich kann man das auch so einstellen, dass das Gewicht dann so bleibt. Und was passiert jetzt? Die Leute mit dem roten Kreuz kommen. Weg hier! Juhu! Ich bin Wagen. Oder Wagen. Sehr schlauer Name. Naja, dann gucken wir mal. 1, 2, 3. Was wir kaputt machen müssen. Kaputt machen. Jetzt kommt ein Artefakt gleich. Und die Hälfte der Minikits haben wir jetzt auch erreicht. Ich könnte so langsam anfangen, die Glocken oder Lampen anzustellen, wie man sie auch nennen möchte. Aber ich glaube, mir fehlt das. Wir sind ja richtig auf. Irgendwann soll ich mal anfangen, meine Signale mal zu aktivieren. Ich weiß nicht. Dann fange ich ja dann mal an. Ich möchte noch nicht weiter. Ich weiß es auch nicht. Wo ist denn der eine Typ? Das wollte ich jetzt nicht, aber... Ganz schneller und langsamer noch schon. Ich weiß ja nicht, was mir das bringen sollte, aber... Ich muss auch anders fahren, aber ich weiß nicht wie. Alle Lampen deaktiviert.
Ich weiß immer noch nicht, wie ich da hinkomme. Ey, wie hab ich das jetzt geschafft? Hä? Wie hab ich denn das jetzt geschafft? Muss man dann auf einem bestimmten Weg schon da lang gehen oder was? Ah, 9 von 10, jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt verstehe ich das. Okay, dann los. Wir haben ja auch unser neues Minikit oder Artefakt. Da müssen wir jetzt nicht auf irgendwelche Sachen warten. Jetzt macht es auch alles einen Sinn. Ja. Wir hatten jetzt die zwei Möglichkeiten. Entweder da oder nach links oder rechts, meine ich. Mal sehen, wie lange wir die Lampen halten. Yes! Kommen wir weiter. Vernichtet ihn. Vernichtet sie. Und dann ist Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet und wir sind 100% Abenteurer. Und den ist echt in der Eimer aus. Untergefallen, ist der Rieseneimer voller Wasser umgefallen, nur um sie aufzuhalten oder was? Naja, was soll's. 1.473.530 und 9 Minikits. Ja, es tut mir leid, es ging nicht anders. Naja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Und viel Vergnügen. Und dann Hamatorex sagt nur: Ciao mit V. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.